So. Oh, werden sie angegriffen. So, noch eine Salve. Los, komm, noch eine Salve. Noch eine. Es mangelt an Arbeitskraft. Schiff unter Beschuss. Greift an! Attacker! Flotte legt ab. Flotte geht auf Fahrt. Putz, 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 putz. Schön, wie sie das Konto angreifen. Gib es mir. So. Schön, wie sie in den Hafen einfahren. Ach, da. Eigentlich könnte ich ja auch. Eigentlich sollte ich auch. Vielleicht sollte ich. So, also der Hafen sollte mir gehören. Insel ist im kritischen Zustand. Das Spiel ist aus. Oh, Insel erobern! Alles abgeräumt da. So. Ja, dann heißt es jetzt die Insel sichern, ne? Gucken wir mal. Erstmal ein paar Waren abliefern. Sie haben an Einfluss verloren. Rum kann man schon mal gebrauchen. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Also ich brauche Stahl, Kanonen und Stein. Damit ich meine kleine Paprika-Insel schützen kann. Ja, das wäre eine sehr gute Idee. Wir kämpfen weiter, wenn du Schiff und kannst jederzeit liefern und dran verkaufen an der kleinen Paprika-Insel, falls du ein bisschen Geld brauchst. Okay, dann weiß ich erstmal Bescheid. Wir lahmen etwas. Er ist ja auch nicht verwunderlich, ne? Eins meiner Schiffe ist halt ein bisschen beschädigt. Was ist los? Admiral anwesend. Krankheiten. Ah! Ja, aber ist okay, sind gleich direkt zwei Ärzte los. Oh, was? Was war das? Lol! Dann sieh einfach mal die Sicht geändert. They are coming! Jetzt kommt er mit seiner Kriegsflotte an. Mehr als bereit. Los! Noch ein bisschen was abladen hier. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir es vielleicht noch zusätzlich schaffen, hier ein paar Geschütztürme zu bauen. Ach nee, geht nicht. Haha, weil es die neue Welt ist. Schlecht für die Moral. Ja, aber du rockst sehr gut runter, also. Ja, mal gucken. So, wie viele Schiffe hattest du jetzt mitgenommen? Sechs. Okay. Die zwei kriege ich auch noch gebaut. Aber dann habe ich nichts mehr. Warum habe ich plötzlich keine Handwerker mehr? Ha? Schiff unter Beschuss. Ich hatte doch gerade nur 1000 Handwerker. Hatte ich vielleicht ein Fest oder so? Schiff wurde zerstört. So, jetzt bin ich echt mal gespannt. Er hat noch vier so eine fetten Dampfschiffe gegen meine Linienschiffe. Aber ich habe ja zur Not noch das Kontor. Ein Schiff wurde zerstört. Schießt das? Nee, das Konter schießt nicht mit. Nee, leider nicht. Das ist so behindert, steht das? Also, das ist genau die Linie vor den Schiffen. Ja, ich sehe es. Na egal, mal gucken. Jetzt müsstest du es gleich schießen. Jetzt. Und jetzt einfach umdrehen. Los. Volle Mühle drauf da. Ich bin ein Kriegs. Wie das Konter nicht schießt? Das ist die Epidemie außer Kontrolle. Ha? Ha? Was ist hier denn außer Kontrolle? Ja, jetzt weiß ich auch, warum das Konto nicht schießt, weil 30 Minuten ja Waffenstillstand ist bei der Insel, ne?
Ja. Da war ja was. In die Takelage! Was sagen denn eigentlich die Anzahl meiner Kanonen hier? Oh, ich kaufe die ganze Zeit Kanonen ein. Schießt! Eines der größeren Nachteile an den Linienschiffen sind, sie können nur von der Seite schießen. Ja. Aber Stein muss ich mitnehmen, Stahl und Kanonen. Ein Stück. Wie viele Kanonen habe ich denn noch? 157 Kanonen. Ja, das könnte reichen. Das könnte reichen. So, jetzt hat er nur noch eins. Wie, flieht er? Ja, bestimmt. Oder? Was macht er? Ich würde mal sagen, wir haben auf jeden Fall recht gut ausgemerzt seine Schiffe. Ja, das ist gut. Jetzt kann ich gleich kommen und schön seinen einen Hafen da niedermachen. Oh ja, das würde ich definitiv an deiner Stelle nutzen, dass der gerade keine Schiffe hier mal groß hat. So. Oh, jetzt kommt mit neuen Schiff. Der hat noch zwei, ne? Oh, jetzt kommt von hinten hier noch eins, ey. Mieser Typ. Aber ja, solltest du schaffen. Gucken wir mal. Ja. Putz! So. Na dann, mach das letzte kaputt! Wird knapp, aber. Ich baue ja gerade Linienschiffe. Krass, ich hätte nicht gedacht, dass es so heftig wird. Wir haben etwas. Aber was willst du machen, ne? Was willst du machen? Steckst du nicht drin? So, er ist mit dem einen erstmal ein Stück weit geflohen. Das ist schon mal was. Ja, definitiv. Mein Clipper ist unter Beschuss. Aber das ist erstmal nicht weiter schlimm. Ich versuche mir jetzt erstmal die Insel hier aufzubauen. Ich muss halt noch warten, bis meine jenen Schiffe fertig sind. Spielstand gespeichert. Gut. Holz müssten wir erstmal noch genügend haben, theoretisch. Wo war nochmal der Übergang zur neuen Welt? Also wo du reinfährst? Ja. Nordöstlich kommst du rein. Nee, von der alten Welt in die neue Welt. Von Südwesten nach Nordosten. Also an deiner untersten Insel lang, ne? Ja, genau. Schiff unter Beschuss. Eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Das gefällt mir nicht. Lass mich zufrieden. Ist denn das Linienschiff schon fertig? Ne, ist noch in der Produktion. Wurden nochmal andere vernichtet? Ne, nur das eine. Für die Nähmaschinen. Ja gut, da geht mein einer Clipper dahin. 3 Kanonenboote. Vom Piraten. Ja. Die Piraten sind auch immer so nett, ne? Ja. Machen wir mal hier Blueprint an. So. Ein bisschen Holz ist auch nicht verkehrt. Zum Beispiel hier könnte man. Schiff unter Beschuss. Hört auf, mich ständig zu beschießen, ihr Mistkerle. So, müssen wir gleich mal gucken, was da schon wieder Phase ist. Wo
Größeres oder nur was Kleines? Ach, wurde nur angeditscht. Alles gesund. Okay, dann fangen wir mal an. Und up. Er hat nur das Konto als Verteidigung auf der Insel. Das freut mich außerordentlich. Ja, das ist natürlich gut, ne? Ja, das Flaggschiff wird da leider nicht reichen. Deswegen, ich nehme gerade drei Flaggschiffe jetzt erstmal rüber. Wir sollten erreichen, um die kleine Insel einzunehmen. Ja. Sie haben an Einfluss gewonnen. Ich werde auf jeden Fall nochmal ein paar Linienschiffe bauen. Nur zur Sicherheit. Der wird bestimmt nochmal ankommen, der Gelbe. Hier bin ich mir ziemlich sicher. Der will seine Insel zurück. Schiff unter Beschuss. Bestimmt. So. Na dann, upgraden wir mal. Jetzt erstmal ein paar Bauern, wo ich. Ein Schiff wurde zerstört. Was? Zerstört? Die Piraten, ey. Das ist nur die Frage, was für eins? Stimmt, ein Clipper. Es mangelt an Arbeitskraft. Ja, ein Clipper wurde zerstört. Wunderbar. Ja, gut, das ist jetzt. Vorsicht etwa. Ja, ist ersetzbar. Das ist definitiv. Und selbst wenn meine Bilanz mal in die Miese gehen würde, wäre nicht ganz so schlimm. Ich habe noch 700, naja, nicht ganz 700, 670k über. Ha? An Kohle. Ach stimmt, ich habe dir ja ein paar Anteile aufgekauft gehabt, ne? Kann sein. Hast du? Ja. Bei der einen Insel. Ah. Okay. Damit ich die kaufen konnte. Die Leute gehen auf die Barrikaden. Die Leute gehen auf die Barrikaden? Wieso? Polizei schreitet ein. OSD, FOP, SDO, Boss. Wieder einer dieser schönen Bugs, ne? Bei der Polizeiwache. Patcht euer Spiel vernünftig! So, gut. Wir haben jetzt hier ein paar Einwohner schon. So, ich stelle Seife her. Die Insel eines Konkurrenten. Seife brauche ich. Angriff standgehalten. Gucken wir mal. Nee, ich auf Weininsel. Die Stadt hat sich verringert. So, wir werden jetzt zur Bananenrepublik. Jo, ne? Mach mal. Lass mal bis hier. Schiff unter Beschuss. Hallo? Ja, gerade sind die Piraten wieder ein bisschen ruhiger. Ne, energischer, wie die angreifen. Also, Wirtshaus. Wir brauchen einen Marktplatz. Wir brauchen das Wirtshaus auf jeden Fall. Und dann können wir anfangen. Ha! Wie, ich habe kein Holz mehr? Ist ein Krabbel. Kann nicht wahr sein, wa? Ja, unerhört sowas. Unerhört. Irgendwas wollte ich machen. Was wollte ich nochmal machen jetzt? Ach genau, eine Fischerei. Danke.
Oh, bauen wir mal noch ein schickes Lagerhaus hier? Auf meiner größten Insel, die ganz rechts auf der Karte ist in der alten Welt. Ja, jedes Mal, wenn ein Feuer ausbricht, sind es dieselben drei Häuser. Ich weiß nicht, vielleicht sollte ich die einfach abreißen und die Leute ausziehen lassen. Anscheinend gucken die zu viel. Ja, sind irgendwelche modernen Hippies oder sowas. 18. Jahrhundert, moderne Hippies. Ja. Für die Zeit moderne Hippies. Ich stelle mir gerade so Adelsleute vor, nicht mit einer weißen Perücke, sondern mit einer bunten. Und die Brillengläser sind nicht durchsichtig, sondern rot oder so. Meine Dreschiffe bewegen sich jetzt in die neue Welt. Noch schwimmen wir. Ja, noch kannst du es nutzen. Hier ist noch gerade recht ruhig. Würde ich mal behaupten. Los, mehr Holz. So, was ich natürlich jetzt noch bräuchte demnächst wäre von der Madame hier, Isabel Sarmento, Saatgut. Entweder Saatgut oder ich kaufe Zuckerrohr. Natürlich auch eine Idee. Einfach eine kleine Handelsroute hier einrichten und Zuckerrohr kaufen. Achtung, Admiral anwesend. So werde ich es wahrscheinlich zuerst machen, dadurch, dass die Zuckerrohr hat. Erstmal kaufen. Und warten, bis ich meine erste Insel in der neuen Welt habe. Oh, und dann könnte ich vielleicht auch von dir kaufen, ja. Auch eine Idee. Es mangelt an Kraft. Pirates, go away! Was ich vermisse hier ist, weil in Anno 1404 konntest du ja einstellen, ja, ich würde das für so und so viel kaufen oder für so und so viel verkaufen, ne? Also konntest du den Preis festlegen. Ja. Kannst du hier irgendwie nicht, oder? Nee. Oder habe ich es noch nicht gefunden? Habe ich bisher auch noch nicht gesehen. Das finde ich schade. Oh. Türkis mit einem Linienschiff. Wo? Ja, direkt an meiner neuen Insel. So. Ja, der hat jetzt gerade auch einen Dampfer fertig gekriegt anscheinend. An der alten Welt. Gut so. Lass den Zorn deine sterbliche Hülle verzehren. Ja, ich muss definitiv schleunigst hier ausbauen. Wir lahmen etwas. Oh, it's burning! It's burning! Habt ihr nie so. Ja, mein eines Linienschiff ist so unglaublich viel schneller als die anderen zwei. Die sind zu. Die standen direkt nebeneinander und sind zeitgleich losgefahren. Okay. Und trotzdem schneller, ja. Er ist halt einfach den Wind besser genutzt. Oh, manche können das. Können das sehr gut. Ja. Wir hier nochmal eine Straße rum. So, das erste Schiff ist weg. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Da sitzt mein eines, da sitzt mein anderes. Was Neues. Stört mal ein bisschen die Piraten. Piraten. So. Machen wir hier nochmal ein bisschen Ausbau. Putz. So. Wir brauchen nämlich mehr Jornaleros. Oder wie die heißen. Oh, Bau eines Schiffs beendet. Geil, dann kann ich ja wieder Handelsrouten einstellen. Stimmt, das Linienschiff hier unten, ne? Ja. Dann schicken wir das doch mal. Das kostet eigentlich einen Clipper. Ach stimmt, ein Clipper kostet ja gar kein Geld in der Produktion. Nur Rohstoffe. So, wo sind jetzt meine Schiffe? Du meinst jetzt die, die in die neue Welt aufgebrochen sind? Ja, die brauchen jetzt einen Moment. Ja, das dauert einen Moment, ja. Kannst du machen, nix.
Hey, ich kann einen Geschützturm bauen. Wunderbar. Schiff unter Beschuss. Yay. So, was kostet mich das? 20 Holz, habe ich gesehen. Ja. Das sollte ja machbar sein. Ich kann ja einfach auch mal noch die Holzproduktion noch ein bisschen hochtreiben. Da kommt ein Öltanker vom Türkisen. Der Türkise hat sich aber seine Insel auch gut geschützt. Ja, hat er. Können wir gleich nochmal gucken, um es mal zu zeigen. Hm. Also ich finde die Insel der neuen Welt ist schon ganz gut geschützt, die er da hat. Ja. Und die von der alten ist übel. Ja, die ist, also der ist voll der Einigel-Typ. Total krass geschützt. Hier, so schön mit dicker Bertha und zig Turm. So, aber so gemein wie das jetzt klingt, was heißt gemein? Wir müssen es ja so machen. Du hast ja. Ach nee, du hast nicht mehr so viele Linienschiffe, ne? Schade. Nö, gerade nicht. Wieso? Hm. Nee, dann wird das nicht. Dann mache ich das alleine. Soweit wie ich komme. Und zwar werde ich versuchen, bis auf die jeweils gut geschützten Inseln, die ganzen Inseln von dem Gegnern hier in der neuen Welt zu holen. Mhm. So, der ist schon wieder mit dem Schlachtkreuzer hier vor meiner Hauptinsel. Aber bleib schön im Kreuzfeuer da. Putz, 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 putz. Krieg da ein bisschen was ab. Wo kommen die Schiffe denn raus? Du hast gesagt, im Nordosten, ne? Ja, da kommen sie dann her. Super, genau zwischen Gelb und Türkis. Nach hinten, ganz unten. Ihre Insel wird angegriffen. Verschwinde, Alonso. Alonso ist mad. So, ich blockiere jetzt mal den Ausgangspunkt mit einem Linienschiff der neuen und alten Welt. Okay. So, eins meiner Linienschiffe ist schon da. Das ist doch schon mal etwas, ne? Gespeichert. Es mangelt an Arbeitskraft. Mehr als bereit. Hi, oh, da kommen die anderen zwei. Vom Stapel gelaufen. Schiff vom Stapel gelaufen. Wunderbar. Schiff unter Beschuss. Nee. Putz, 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 putz. Wegen schön finde ich, ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Wie kann es zurückkehren, wenn es das erste Mal da ist? Ja. Achtung, Admiral anwesend. So, ich brauche nochmal Kanonen. Was? Mensch. Kurs setzen! Rein theoretisch müsste das nächste Linienschiff gleich fertig sein. In 2 Minuten. Schön. Ein Schiff wurde zerstört. Kann das so gedruckt werden? Kann das so gedruckt werden? Ja, denke. Gucken wir noch mal rein. Schiff unter Beschuss. Ja, wir werden es trotzdem mal lektorieren. Bisschen mehr Money. Ein Hoch auf die Fake News, nur Fake News bei dem Typen. Hi. Ich kann nicht glauben, wie. So, was hat die Insel denn in der Baumwolle?
Brauchen wir eigentlich auch, ne? Baumwolle. Ich denke, die Leute werden es für die Fälle. Ja. Es trägt ihre Handschrift. Ja, dann nehmen wir die Insel einmal ein und dann nehmen wir die kleine noch schnell ein. So. Ausbau. Stato. So, ist die wieder mal ein bisschen besser geschützt hier, die Hauptinsel. Diese Nebeninsel neben der Hauptinsel. So. Wunderbar. Ja, Leute. Der Krieg ist hier erstmal vorbei. Wir haben die Insel gekriegt. Jetzt müssen wir nur noch sie halten und ausbauen. Ein paar Kanonentürme sind schon aufgestellt. Die werden wir dann demnächst hoffentlich auch fertigstellen. Ja, und dann können wir auch bald, denke ich, weiter aufsteigen, wenn wir dann die Pelzmäntel haben und alles sowas. Ja, weiter geht's dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Und dann werden wir mal sehen, was noch für spannende Abenteuer auf uns warten. Bis dahin, Family Madness sagt ciao. Haut rein. Tschüss.